Willkommen bei Tichys Ausblick, heute mit einem provokanten Thema: Putins Agenten in Deutschland. Denn Krieg findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, Krieg findet auch schon im Frieden statt. Krieg bedeutet die Beeinflussung des Gegners, des gegnerischen Lagers mit eigener Propaganda, mit Agenten, mit Geheimagenten, mit Überzeugung, mit Lügen, mit Tricks. Das ist eigentlich der Beginn der hybriden Kriegsführung. Ich begrüße Sie zu dieser Sendung. Und mit meinem Kollegen Frank Henkel diskutieren wir heute mit. Ja, ein herzliches Willkommen. Auch von mir ein spannendes Thema mit spannenden Gästen. Wir beide begrüßen heute in dieser Sendung Hans-Georg Maaßen, Jurist, Beamter, Politiker und bis 2018 Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Herzlich willkommen. Und wir diskutieren das Thema mit Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Wendt. Herr Wendt, Ihr Stellvertreter Tegartz von der Bundespolizei hat gesagt, wir würden einen Kontrollverlust erleben. Schildern Sie doch einfach mal, Sie waren an der ukrainisch-polnischen Grenze, wie die Aufnahme von Flüchtlingen ist und was man unter Kontrollverlust verstehen kann. Ja, an der polnisch-ukrainischen Grenze erlebt man das Gegenteil von Kontrollverlust, weil dort wird, und zwar lückenlos, jeder erfasst, der aus der Ukraine nach Polen einreist. In einem, wie ich finde, großartigen Aufwand, den die Leute dort machen. Auch viele Hilfsorganisationen, aber eben auch. Ist es ein bisschen grausam, wenn jemand vor dem Krieg flieht und dann erstmal kontrolliert wird? Nein, überhaupt nicht. Die Leute sind, wenn sie über die Grenze kommen, sehr erschöpft von dem Grenzübertritt, weil der teilweise 2-3 Tage dauert. Aber sie sind glücklich, in Polen zu sein. Und ich habe überhaupt niemanden gesehen, der ein Problem damit hat, seine Personalien dort anzugeben, weil die Polen gerne wissen möchten, wer in ihr Land einreist. Und sie haben einen Grund dazu. Genau das Gegenteil habe ich dann wenige Tage später an der deutsch-polnischen Grenze gesehen, wo wir eben durch die fehlende Notifizierung, darauf hat Heiko Tegartz hingewiesen, und er ist als Chef der Bundespolizeigewerkschaft in der DPOG ein ausgewiesener Fachmann, durch die Nicht-Notifizierung dieser Grenzübertrittsstellen, anders als an der deutsch-österreichischen Grenze, eben ein großer Kontrollverzicht geübt wird. Und dieser Kontrollverzicht führt zum Kontrollverlust. Nun sagt unsere Innenministerin Nancy Faeser, nur 6% würden unbemerkt einreisen. Stimmt das und was bedeutet so eine Zahl? 6%? Also ich weiß gar nicht, wo sie diese Zahl her hat. Sie weiß ja noch nicht einmal, wie viele Leute überhaupt kommen. Woher sie wissen will, ob das 6, 10 oder 12% sind, ist mir ein Rätsel. Aber selbst wenn man diese Zahl nimmt, dann sind es bei 200.000 Menschen, und es sind ganz sicherlich schon mehr über die deutsch-polnische Grenze gekommen, da sind es bei 200.000 Menschen 12.000, von denen wir nicht wissen, mit welcher Absicht sie hierher kommen, von denen wir nur eins wissen, sie sind nicht legal in ihrem Aufenthalt hier, sondern sind Drittstaatler, die eine besondere Aufnahme brauchen, ein besonderes Aufnahmeverfahren durchlaufen müssen, und das findet nicht statt. Und das macht vielen Menschen Angst. Und meine Sorge ist, dass die große Aufnahmebereitschaft der Deutschen, die große Hilfsbereitschaft der Deutschen darunter leidet, dass die Regierung sich weigert, an der Grenze vernünftig zu kontrollieren. Nun hat man ja das Gefühl, dass die Polen das auch freundlich machen. Täuscht das? Nein, überhaupt nicht. Die machen da eine großartige Arbeit und gehen ganz, ganz auch fast liebevoll mit den Menschen um, die da über die Grenze kommen. Die Kinder spielen da. Die Menschen sind ja sehr erschöpft und verängstigt und traumatisiert. Aber sie fangen das großartig auf mit einer riesigen Hilfsbereitschaft, auch aus der Bevölkerung. Permanent werden dort die Hilfslieferungen angeliefert. Und die Kinder spielen dort. Und da ist eine sehr entspannte Stimmung, bis es dann weitergeht in die Verteilung. Die meisten Menschen bleiben ja ohnehin in Polen. Wir sind dort übrigens hingefahren mit der Europäischen Polizeiunion, um einen Hilfstransport zu übergeben mit Gütern für die ukrainische Polizei. Wir pflegen da seit vielen Jahren enge Beziehungen. Und wenn man jetzt aber nach Berlin schaut, da gibt es dann Schlangen. Ja, und ehrlich gesagt schäme ich mich für die Hauptstadt. Ich schäme mich auch für mein Land, wenn ich mir vorstelle, dass Menschen, die diesen Weg gegangen sind, aus dieser Hölle da geflohen sind, dann auch einen schwierigen Fluchtweg hatten, der ganze Aufenthalt ist ja alles andere als angenehm, dann endlich nach Deutschland kommen und hier, um sich registrieren zu lassen, weil man das eben vorher nicht gemacht hat, in langen Schlangen anstehen bei Berliner Behörden. Das kennt man eigentlich nur aus Jahrzehnten, die eigentlich schon längst vergangen sind.
Und da kommt man sich wirklich vor wie in einem Entwicklungsland. Das ist unwürdig und da schäme ich mich auch richtig für. Das müsste viel besser organisiert sein. Aber die Berliner Verwaltung, die Berliner Politik kriegt es mal wieder nicht auf die Reihe. Herr David, Sie haben sich unmittelbar an der polnisch-ukrainischen Grenze erkundigt über die Situation vor Ort. Ein Hotspot in Deutschland in Sachen Aufnahmesicherheit ist Frankfurt-Oder. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben sich auch dort die, technisch ausgedrückt, Bearbeitungsstraße der Polizei angeschaut. Können Sie unseren Zuschauern mal erklären, was darunter zu verstehen ist? Was ist eine Bearbeitungsstraße? Was passiert da eigentlich? Ja, also die Bearbeitungsstraße wird von der Bundespolizei eingerichtet. Die Bundespolizei macht an dieser Grenze einen ausgezeichneten Job. Dort werden die Menschen, die registriert werden sollen, erkennungsdienstlich behandelt. Sie werden aufgenommen, es wird überprüft, wer das ist. Und sie werden dann auch weiter verteilt. Das Manko dabei ist nur, dass Frau Faeser ganz offensichtlich der Auffassung ist, alle Menschen, die die polnisch-deutsche Grenze überschritten haben, würden dort durch diese Bearbeitungsstraße gehen. Das ist natürlich nicht der Fall, weil an der Grenze nicht lückenlos kontrolliert wird, sondern die Bundespolizei, sie gibt sich alle Mühe, alle Kräfte sind dort im Einsatz, rund um die Uhr, die machen da eine tolle Arbeit, aber sie können eben nur sporadisch Kontrollen vornehmen von Menschen, die sie auf den Straßen antreffen oder irgendwo aufgreifen. Und die werden dann dort dieser Bearbeitungsstraße zugeführt, wo sie dann auch versorgt werden. Aber es ist eben nur ein Bruchteil. Das ist das, was wir mit Kontrollverzicht meinen. An der deutsch-österreichischen Grenze hat noch Horst Seehofer diese Grenzübergänge notifiziert, so nennt man das. Das muss man dann bei der Europäischen Kommission auch so anmelden. Und durch diese Notifizierung werden an bestimmten, an den Grenzübergangsstellen nur die sind zulässig und da werden alle Personen in Augenschein genommen und dann entscheidet die Bundespolizei mit ihrer Erfahrung, wer dort kontrolliert werden muss und wer nicht. Und das ist auch richtig so. So müssten wir das an der polnisch-deutschen Grenze und an der tschechisch-deutschen Grenze auch machen. Das heißt, wenn ich das auf eine mathematische Gleichung bringen will, heißt das Kontrollverzicht gleich Kontrollverlust? So ist es. Durch den Kontrollverzicht entsteht ein Kontrollverlust und der macht den Menschen zu Recht Angst. Weil wir das ja alles schon mal erlebt haben, mein Eindruck ist, 2015 wiederholt sich nicht nur, es wird schlimmer als 2015. Wie gefährlich, Herr Maaßen, ist eigentlich so ein Kontrollverlust? Es geht ja nicht ums Zählen, es geht nicht um Papiere, es geht nicht um Statistik, es geht um innere Sicherheit. Erleben wir Chaosmanagement? Also ich hatte 2015 als Präsident des Verfassungsschutzes erlebt und mir ist es damals, ich sag's mal so, eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich merkte, wir kontrollieren nicht mehr. Auch damals gab es einen Kontrollverzicht und einen Kontrollverlust. Nach einiger Zeit wurde dann auch geprintet, das heißt Fingerabdrücke wurden abgenommen, die Personen wurden registriert, in der ersten Zeit noch nicht mal das. Man hat Eigenangaben einfach aufgenommen. Wenn sich dann jemand Abu sowieso nannte, wurde das als seine Identität aufgenommen. Und das bedeutete für mich als Verfassungsschutzpräsident, wofür habe ich hier Datenbanken voller Namen mit möglichen islamistischen Terroristen, mit möglichen Gefährdern, die auch schon aus Deutschland abgeschoben worden waren, wenn ich gar nicht mehr weiß, wer bei uns ins Land reinkommt. Und wir hatten eine ganze Reihe von Fällen gehabt, in denen Personen ins Land eingereist waren, auch mit einem Terrorauftrag eingereist waren. Und wo wir dann ganz mühsam recherchieren mussten, wo könnten sich die Leute aufhalten, in welcher Aufnahmeeinrichtung sind sie, sind sie überhaupt noch in Deutschland. Und heute wissen wir, dass Attentäter des Anschlags auf Charlie Hebdo, auf Bataclan sind über Deutschland eingereist nach Frankreich, sind als Asylsuchender getarnt eingereist und haben dann mitgewirkt an dem Anschlag in Frankreich. Aber gestatten Sie mir, braucht Putin eigentlich sowas? Hat er nicht schon genügend Agenten hier? Er hat Mittelsleute in der Politik, in der Verwaltung. Es gibt Zahlen über Tausende. Es gibt ja, Krieg beginnt ja, wie gesagt, im Frieden. Braucht Putin noch irgendjemanden hier, den er erst einschleusen muss? Oder hat er nicht genügend Anhänger hier bereits, die seine Propaganda betreiben und damit eigentlich auch seine Ziele verfolgen? Schauen Sie mal, das ist wieder ein anderes Thema. Natürlich kommen über die ukrainisch-polnische Grenze mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich sage mal, keine, nicht Putins Agenten zu uns, aber Sie haben das Thema Sicherheit angesprochen. Es kommen mit Sicherheit auch Personen zu uns, die sicherheitspolitisch von Relevanz sind. Ob das nun
schwere Straftäter sind, die in den Heimatländern Straftaten begangen haben und jetzt die Chance nutzen, zu uns zu kommen. Ob es nun Verbrecherbanden sind, aber auch möglicherweise Terroristen oder Personen mit einem terroristischen Hintergrund, die aus der arabischen Welt über die Ukraine versuchen, zu uns einzureisen. Also das Ukrainer Thema, wollte man und Afrikaner kamen? Ja, ich habe gesehen, in irgendeinem Radiobeitrag sprach man schon von Afro-Ukrainern, also Afrikaner, die sich in der Ukraine auf illegalem Wege einen ukrainischen Reisepass beschafft haben, weder Russisch noch Ukrainisch noch Englisch können, aber dafür fließend einen arabischen oder afrikanischen Dialekt sprechen oder Idiom sprechen und dann als Ukrainer zu uns kommen. Und wir Deutschen nehmen das natürlich dann, ne, auch für bare Münze, ist ja ein ukrainischer Pass, keine Fälschung, sondern nur eine Falschbeurkundung. Diese Leute kommen derzeit auch zu uns. Aber das ist ein Kapitel. Das andere Kapitel, das Sie gerade angesprochen haben, Herr Tisch, ist die Frage, wie verhält es sich mit Putins Agenten? Putin, wie gesagt, aus meiner Sicht oder seine Nachrichtendienste werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht über den Flüchtlingsstrom Leute zu uns schicken. Nein, sie sind bereits hier. Da muss man unterscheiden, zum einen die ganz legalen Agenten oder Nachrichtendienstvertreter, die in der russischen Botschaft sind und auch offiziell angemeldet sind beim Verfassungsschutz als nachrichtendienstliche Mitarbeiter in Generalkonsulaten, auch offizielle nachrichtendienstliche Mitarbeiter. Und dann gibt es die inoffiziellen nachrichtendienstlichen Mitarbeiter, die nicht als solche angemeldet sind, die ihren Job aus der Botschaft oder dem Generalkonsulat oder der Fluggesellschaft oder der Handelsvertretung machen und doch dann als Kulturattaché, Presseattaché und so weiter laufen. Und dann gibt es diejenigen, die gar nicht mal angehängt sind an einer Auslandsvertretung Russlands, sondern die ihre, man nennt das die Illegalen, also anders als die legal residierenden Touren, die angemeldet sind, die Illegalen, die in Büros oder in Unternehmen oder auch als Privatiers in Deutschland leben und dort ihr nachrichtendienstliches Geschäft betreiben. Wie viel gibt es da? Naja, also das ist ausgesprochen schwer zu schätzen. Man kann natürlich diejenigen, die gemeldet sind, die sind bekannt. Diejenigen, die mutmaßlich in einer Botschaft noch dazugehören könnten, kann man einschätzen. Es dürften da vielleicht einige Dutzend sein. Aber die Illegalen, die sich hier aufhalten in Deutschland, das ist ausgesprochen schwer zu schätzen. Da geht man nach der Theorie, wenn man einen antrifft, kann es mittlerweile 50 weitere geben. Ich weiß nicht, wer damals diese Schätzung vorgenommen hatte, aber das ist eine derartige Schätzung, die man anstellt. Wir hatten vor mehreren Jahren ja den Fall von Heindrun und Andreas Anschlag gehabt, der in Deutschland ja eine gewisse Bekanntheit erlangte. Das waren sogenannte Illegale gewesen. Das waren russische, damals noch sowjetische Agenten gewesen, die nach Deutschland unter völlig falschen Identitäten geschleust worden waren, dann über Jahrzehnte ihr Agentengeschäft betrieben hatten. Aus Marburg heraus haben die Agenten geführt, zum Beispiel einen Agenten der Niederlande, also einen Diplomaten der Niederlande bei der NATO, wurde von denen geführt. Und wir sind damals davon ausgegangen, es wird noch viele andere dieser Andreas- und Heidrun-Anschlags geben, die in Deutschland dieses Geschäft betreiben. Nun ist ja, Herr Maaßen, Spionage heute nicht mehr ausschließlich das, was man aus den 50er Jahren kennt, mit unsichtbarer Tinte und toten Briefkästen. Heute haben wir es mit ganz anderen Dingen zu tun. Wir haben es mit Cyberattacken und Ähnlichem zu tun. Sie sprachen jetzt gerade von Russen, die sozusagen hier Eingesickerte sind. Aber es gibt ja sozusagen das Ziel der Spionage heute, wenn man es auch sagen will, ist ja ein Ziel davon Anwerbung. Wenn ich sozusagen, oder Einflussnahme, wenn ich Einflussnahme gewinnen möchte auf Politik, auf Wirtschaft, auf Medien, dann muss ich anwerben im Zweifel. Wie funktioniert sowas heute? Zunächst mal möchte ich klarstellen, weil es in der Öffentlichkeit oft missverstanden wird. Es geht ja nicht um Spionage, es geht um Agententätigkeit. Und ein sowjetischer... Was ist der Unterschied? Ja, sage ich gleich. Ein sowjetischer Überläufer hatte Ende der 80er Jahre mal gesagt, ich meine, es war noch Sowjetunion gewesen, nicht Russland, etwa 10-15% der Tätigkeit des Auslandsdienstes fällt auf Spionage. Spionage heißt das Erlangen von Informationen. Ja, also wenn jemand im Kanzleramt spionieren sollte, um aus dem Kanzleramt heraus geheime Informationen zu bekommen. Also Guillaume war ein Spion. Haha,
Das wird so im Allgemeinen gesagt. Das wird so im Allgemeinen gesagt. Normalerweise. Der Mitarbeiter von Willy Brandt. Der Mitarbeiter von Willy Brandt. Und wenn ich sage 10-15%, bedeutet das auf der anderen Seite 85-90% werden für was anderes eingesetzt. Und dazu gehören die schmutzigen Operationen. Ein ganz kleiner Prozentsatz schmutziger Operationen, wie beispielsweise der Anschlag auf Litvinenko mit Polonium, der Anschlag auf Skripal in England, auch mit einer giftigen Substanz. Das sind so schmutzige Operationen. Entführungen, Tötungsdelikte, wie auch im kleinen Tiergarten. Das sind schmutzige Operationen, würde ich sagen, ein ganz kleiner Prozentsatz. Das Entscheidende ist aber Einflussoperationen. Einfluss zu nehmen auf einen anderen Staat. Warum soll man Informationen generieren, wenn man Leute an der richtigen Stelle hat, die richtigen Entscheidungen treffen oder die richtigen Entscheidungen vorbereiten? Also zu sagen, jemand wie Guillaume war ein Spion, würde ich sagen, das ist grob daneben. Wenn man, ich sage mal, jemand in der Registratur im Kanzleramt hatte, in der Registratur den Pförtner, den Fahrer hatte, würde ich sagen, ist es ein Spion, der im eigentlichen Sinne spioniert. Aber jemand, der im Büro des Bundeskanzlers sitzt, ist ein Einflussagent. Er entscheidet, wer Zugang hat. Er berät den Bundeskanzler. Der bittet darum, dass bestimmte Minister- oder Kanzlervorlagen in Auftrag gegeben werden. Das heißt also, das Entscheidende ist, auf einen anderen Staat einzuwirken, damit er bestimmte politische Entscheidungen im eigenen Sinne trifft. Deswegen sind Einflussagenten so gefährlich, weil sie an den Entscheidungen mitwirken können, die uns alle betreffen, aber dann im Sinne eines anderen Staates. Die letzte Frage an der Stelle. Wir reden von russischer Einflussnahme. Sind die Ukrainer alle Engel? Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Jeder versucht es. Das ist das nachrichtendienstliche Geschäft. Ich glaube, jeder Staat, der einen guten Nachrichtendienst oder Geheimdienst hat, betreibt dieses Geschäft, Einfluss zu nehmen auf andere Staaten im eigentlichen, im Sinne des eigenen Staates. Auch da muss man unterscheiden. Es gibt natürlich die, sagen wir mal, die legale Einflussnahme, das Kultivieren, dass man, und das machen die Diplomaten, das ist das diplomatische Geschäft, dass man mit offenem Visier arbeitet, als Legationsrat, als Gesandter, bei einem Empfang auftritt, Visitenkarte vorlegt, Gesandter des Staates sowieso. Ich lade Sie jetzt mal zum Abendessen ein und bei dem Abendessen, das natürlich großzügig ist, wie das in diplomatischen Kreisen ist, dann wird dann die eigene Weltsicht dargestellt. Das ist auch der Versuch einer Einflussnahme. Die nachrichtendienstliche Kultivierung, die nachrichtendienstliche Operation, die sieht anders aus. Man kämpft nicht mit offenem Visier, sondern mit verdecktem Visier, indem man versucht, einen Mitarbeiter, zum Beispiel eines Bundestagsabgeordneten, anzuwerben, dass dieser Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten den Bundestagsabgeordneten richtig aufs richtige Gleis setzt, nicht aufs falsche Gleis setzt. Auch da bei der Anwerbung des Bundestags, des Mitarbeiters des Bundestagsabgeordneten, arbeitet man häufig auch vertarrend. Man tritt nicht auf als der russische Nachrichtendienst, sondern man tritt auf als Universität in sowieso. Wir hätten gerne und wir möchten gerne Sie einladen, vielleicht zu einer Tagung. Und wir bieten auch die Chance an, nach 3 Jahren vielleicht eine Stelle anzunehmen. Also das ist eine vertarnte Herangehensweise an mögliche Einflussagenten. Nun haben wir, Herr Wendt, ein weiteres Problem, glaube ich. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Staat Russland und Russen. Wie unterscheidet man, dass es ja viele Menschen gibt, die hier völlig legal leben, hier als Musiker vielleicht in München auftreten, aber ein Berufsverbot kriegen, als Sängerinnen nicht mehr singen dürfen oder Kinder, die in der Schule, nur weil sie Russisch sprechen, diskriminiert werden. Wie schafft man den Unterschied zwischen den Menschen, die wir brauchen, die wir auch überzeugen müssen, und halblegalen Vorgehen? Denn, glaube ich, wir sind uns ja einig, dass wir eines nicht wollen, Verärgerung, Konflikt, Krieg mit dem russischen Volk, das leidet schon unter Putin genug. Ja, und ich glaube, dass es hier eine ganz herausragende Aufgabe gibt für die Gesellschaft insgesamt, für die Akteure, die auch in den Medien aktiv sind und in der Politik aktiv sind, denn ich habe das in meinem unmittelbaren Bereich erlebt, dass also völlig harmlose Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft, teilweise mit einem, wie in meinem Umfeld, mit einem Deutschen verheiratet, der wird dann gleich noch in Sippenhaft genommen und dann werden auf einmal die Konten gesperrt. Was? Die von Konten? Völlig arglos. Eine Lehrerin, die seit 25 Jahren hier deutsche Kinder unterrichtet an der Schule. Was war das für Bank? Sie hat, bitte?
weiß ich gar nicht, ob ich das hier sagen soll, aber es war die Targobank, die also mit der Bemerkung, ja, es ist ja ein Russenkonto, auf einmal dafür gesorgt hat, dass auch der deutsche Ehemann nicht mehr an sein Geld herankommt und der wirklich erst große Anstrengungen unternehmen musste, um wieder an sein Geld herankommen. Daran sieht man also, dass teilweise da auch eine Historie... Sowas darf nicht sein, darum nennen wir den Namen. Sowas darf nicht passieren. Und deshalb müssen auch an unseren Schulen die Lehrerinnen und Lehrer immer sich ihrer Verantwortung bewusst sein, was geht und was nicht geht. Und Menschen zu diskriminieren, weil sie eine Herkunft haben aus Russland oder eine russische Staatsbürgerschaft, geht überhaupt gar nicht. Diese Differenzierung muss sein. Aber man sieht, dass wir in einer teilweise hysterischen Gesellschaft leben, die dann aufgeheizt wird, auch in sozialen Netzwerken. Und dann möglicherweise solche Entwicklungen kommen. Da müssen wir höchst vorsichtig sein, damit nicht wieder die Gesellschaft weiter gespalten wird an dieser Stelle. Putins Agenten in Deutschland, Hans-Georg Maaßen, selten standen Nachrichtendienste wieder so sehr im Fokus wie dieser Tage. Zuletzt vielleicht auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Jetzt hat der US-Geheimdienst ja auf den Tag, fast auf den Tag genau, den Angriff Putins auf die Ukraine vorhergesagt. Gute Arbeit? Zufall? Ich würde sagen, das war sehr gute Arbeit. Ich weiß nicht, wie die Kollegen in den USA dies ermittelt hatten. Ich vermute jedenfalls nicht durch menschliche Aufklärung, weil da muss man, ich denke, im militärisch-politischen Komplex einen Maulwurf wirklich drin haben. Wahrscheinlich ist es durch SIGINT, durch technische Aufklärung. Wir wissen ja alle seit Snowden, wie gut die NSA ist. Und die NSA forscht in erster Linie natürlich im amerikanischen Interesse und im amerikanisch-militärischen Interesse. Und ich denke, das könnte der Hintergrund sein, dass eben dies aufgeklärt wurde. Aber auch, man muss sagen, es sind so viele Informationen, die Nachrichtendienste erhalten. Wertige Informationen, weniger wertige Informationen. Da bedarf es auch schon guter Analysten, die sagen können, ja, das ist hier ein Treffer, das ist eine wirklich wichtige Information, die ist zuverlässig. Damit briefen wir jetzt unseren Präsidenten und damit kann der Präsident auch rausgehen. Und da muss ich auch sagen, es bedarf guter Zugänge, die Amerikaner in diesem Fall zweifellos haben, aber auch gute Analysten, die auch in der Lage sind, diese Information wirklich zu würdigen. Aber hat die guter gesetzlicher Grundlagen, damit die das auch dürfen? Ich komme gleich nachher nochmal auf die Frage. Sofort wieder Telefonüberwachung. Ja, ich komme nachher nochmal auf die Frage der Sicherheitsarchitektur. Aber hat sozusagen, haben die Nachrichtendienste der restlichen westlichen Welt nicht gut genug gearbeitet oder sind ihre Erkenntnisse von den Regierungen nicht ernst genommen worden? Also ich kann nicht beurteilen, was jetzt BND an das Bundeskanzleramt in der Hinsicht berichtet hat, aber der BND ist leider auch in den letzten Jahren, insbesondere durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur strategischen Fernmeldeüberwachung, nicht mehr so gut, wie er sein müsste. Erklären Sie bitte für unsere Zuschauer, was eigentlich geschehen ist, was sozusagen dieser Spruch bedeutete für die Nachrichtendienste. Nun, der Bundesnachrichtendienst, wie jeder technische Nachrichtendienst, Auslandsnachrichtendienst überwacht den Telefonverkehr, E-Mail-Verkehr im Ausland, zwischen Ausländern im Ausland. Er überwacht natürlich nicht alles, ist klar. Er musste erstmal Zugangsmöglichkeiten haben und dann hat er bestimmte Zielpersonen. Sie können sich vorstellen, so jemand wie Putin oder im Umfeld von Putin sind natürlich relevante Personen. Da versucht man an Informationen heranzukommen. Und das hat der Bundesnachrichtendienst mit seinen im Vergleich zur NSA bescheidenen Möglichkeiten auch über Jahrzehnte gut gemacht, hat gute Informationen generiert. Nun hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung festgestellt, dass Ausländer Grundrechtsträger sind, auch wenn sie im Ausland leben. Das heißt also, bislang konnte der Bundesnachrichtendienst in großem Umfang Informationen, technische Informationen über Telefonate, E-Mails und so weiter im Ausland generieren. Jetzt ist es aufgrund dieser Entscheidung für den Bundesnachrichtendienst in hohem Umfang sehr schwierig geworden, das zu machen, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, bei der Auslandsaufklärung handelt es sich auch um Grundrechtsträger und hier gibt es erhebliche Einschränkungen. Das heißt, wir haben uns selbst den Ast ein Stück weit abgesägt, auf dem wir sitzen. Wir haben uns selbst ein Stück weit blind und taub gemacht. Das ist eine enorme Gefahr für die Menschen in Deutschland. Ja, das ist eine große Gefahr. Das haben auch Kritiker wie August Hanning, der frühere Präsident des BND, zu dem Urteil auch gesagt.
Aber das passt im Grunde genommen in unser, ich sage mal, pazifistisches Wohlfühlklima, das wir bis vor einigen Wochen ja auch in Deutschland hatten, bis zu dem Einmarsch in der Ukraine, wo es hieß, wir brauchen keine Bundeswehr, wo es hieß, auch ein Bundesnachrichtendienst ist schmutzig und hässlich und wir möchten am liebsten so etwas nicht mehr haben. Und plötzlich sind wir in einer harten Realität angekommen. Und dann muss der BND-Chef aus der Ukraine fliehen, weil er nicht mitgekriegt hat, dass die Russen einmarschieren. So scheint es gewesen zu sein. Ist doch eine peinliche Angelegenheit, oder? Ich will nicht sagen, dass es wirklich peinlich war. Es kann sein, dass einfach die Situation, die Lage sich plötzlich verändert hatte. Ich mag die Amerikaner wussten es, haben wir gerade erfahren. Also ich glaube, der amerikanisch-deutsche Informationsaustausch funktioniert auch sehr gut, gerade in so einem Feld. Herr Lavent, wir haben gerade ganz kurz darüber gesprochen. Frage Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Muss sie sozusagen jetzt, wo wir herauskommen müssen aus der Komfortzone, muss die Sicherheitsarchitektur neu überdacht werden? Die Polizei hat ja mindestens genau die gleichen Probleme wie die Nachrichtendienste, wenn ich um die Diskussion der Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches denke. Ich glaube, was die Rechtsgrundlagen angeht, müssen wir uns viele Gedanken machen. Aber die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, die grundsätzlich ja föderal bei der Polizei sortiert ist, in den Bundessicherheitsbehörden haben wir hervorragende Behörden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das BSE, das jetzt von ganz, ganz herausragender Bedeutung geworden ist, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mit einem hervorragenden Präsidenten, wenn ich das sagen darf, der seine Behörde stärker gemacht hat, um auch die Wirtschaft, aber auch die öffentliche Infrastruktur gegen Cyberattacken zu schützen. Man darf ja nicht vergessen, dass es eine riesige Gefahr gibt, auch für diejenigen Kräfte, und die darf man durchaus auch aus Russland vermuten, dass die da ein Interesse daran haben, Europa und auch Deutschland zu destabilisieren. Und was ist besser dazu geeignet als erfolgreiche Attacken auf unsere kritischen Infrastrukturen, auf die Stromversorgung, die Wasserversorgung und viele andere Dinge mehr. Und da brauchen wir starke Sicherheitsbehörden. Aber grundsätzlich hat sich das ja auch bewährt, dass die Polizei in den Ländern gemeinsam mit der Polizei des Bundes. Wir haben eine großartig aufgestellte Bundespolizei. Horst Seehofer hat für 30% Personalaufwuchs da gesorgt. Die Ausbildungseinrichtungen sind voll und junge Frauen und Männer kommen zur Bundespolizei. Die Technik wurde verbessert, vieles andere mehr. Was wir noch brauchen, sind bessere gesetzliche Befugnisse, sowohl für die Bundespolizei als auch für die Landespolizeien. Wir haben die Möglichkeit der technischen Videoaufklärung, haben Sie angesprochen, der Telekommunikationsüberwachung müssen verbessert werden. Die Bundespolizei braucht präventive Befugnisse. Die vergangene Koalition hat es ja leider nicht geschafft, das Bundespolizeigesetz zu reformieren und die Bundespolizei mit den erforderlichen Befugnissen auszustatten. Ich will da nur mal dran erinnern, zu Beginn dieser Legislaturperiode hatte man in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben, ein Musterpolizeigesetz nicht nur für die Bundespolizei, sondern gleich für alle 16 Bundesländer mitzumachen. Und was nach 4 Jahren herausgekommen ist, war, dass sie noch nicht einmal da, wo sie zuständig sind, nämlich bei der Bundespolizei, die Reform eines Polizeigesetzes hinbekommen haben. Also ein glatter Fehlschlag einer gesamten Legislaturperiode. Und da muss jetzt wieder nachgearbeitet werden. Ich habe allerdings wenig Erwartungen und wenig Hoffnung, dass die neue Bundesregierung hier wirklich vernünftige Dinge schafft. Die denken über Antidiskriminierungsbeauftragten und also Zeugs nach. Das ist nicht unser Schwerpunkt und auch nicht die Notwendigkeit. Nun, Herr Maaßen, Sie haben einen Begriff geprägt gerade oder verwandt, Einflussnahme. Einflussnahme ist ja eine langfristige Sache. Nun hat Hillary Clinton, die frühere US-Kandidatin für das Präsidentschaftsamt, gesagt, dass vermutlich deutsche Umweltverbände von Putin geschmiert worden wären, mit dem Ziel, die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas zu erhöhen. Und das ist ja eine der großen Schwächen Deutschlands, dass wir ohne russisches Gas praktisch nicht mehr lebensfähig sind. Es wurden Terminals für LNG-Tanker abgeschossen, es wurde natürlich die Braunkohle verteufelt, es wurden vielerlei andere ökologisch betriebene Maßnahmen gemacht, die alle ein Ziel hatten, den Anteil russischen Gases zu erhöhen. Gibt es dazu Erkenntnisse oder ist es das Gerücht, dass eine gescheiterte Präsidentschaftskandidatin bösartigerweise über Putin verbreitet? Also ich habe da keine Erkenntnisse. Ich weiß nicht, ob andere Erkenntnisse darüber haben, aber ich muss sagen, per se halte ich das durchaus für plausibel.
Das passt in die, ich sage mal, in die alte KGB-Strategie. Und Sie müssen, Sie wissen ja, Putin ist ein KGB-Mann. Einflussoperationen gerade im Linken, im Grünen, im Umweltbereich zu fahren. Sie erinnern sich vielleicht noch an die 70er Jahre, als die Friedensbewegung massiv auch vom MFS und vom Osten unterstützt worden war, wo grüne Bundestagsabgeordnete, ich glaube, das war Bastian gewesen und Kelly, Reden gehalten haben, die vom MFS gegengelesen worden waren. Also die Zielrichtung in Richtung Grün, Ökologie mit dem Ziel einer Destabilisierung des Westens ist schon sehr, sehr früh zutage getreten. Und deswegen hat der Verfassungsschutz ja auch sehr früh in den 70er Jahren nach meiner Erinnerung auch die grünen Bewegungen auch beobachtet, gerade wegen dieser Infiltration aus dem Osten. Dass das heute möglich, dass das auch heute stattfindet, halte ich für durchaus möglich. Der Übergang von der Überzeugung, die jeder Mensch haben darf und haben kann und verfolgen darf, zum Einflussagenten ist fließend. Dann kommen wir ja in einen ganz sensiblen Bereich. Schröder, Platzek, Schwesig, prominente SPD-Politiker, die sich für die Gasimporte und für die russische Dominanz auf dem Energiesektor stark gemacht haben. Ist da ein Übergang oder ist das innere Überzeugung? Also wie ich vorhin an dem Beispiel des Botschaftsmitarbeiters im Zusammenhang mit der Werbung für eigene Position deutlich gemacht habe, ist das auch im diplomatischen, im internationalen Bereich durchaus auch üblich, dass man Menschen einsetzt, die für die eigenen Positionen werben. Das ist Lobbyismus. Das machen Unternehmen, das machen Staaten. Sie haben ihre Freundschaftskreise, sie haben ihre Honorarkonsulen, die natürlich Staatsangehörige also des Gastlands sind. Spionage wird im weiteren Sinne zum Lobbyismus. Nein, Herr Tichy, Sie müssen es so sehen. Spionage ist ein Arm oder ich sage mal nachrichtendienstliche Agententätigkeit, um den Ausdruck Spionage nicht zu verwenden. Nachrichtendienstliche Agententätigkeit ist ein Arm der Einflussnahme. Das ist der verdeckte Arm. Aber es gibt viele offene Arme, ob das jetzt nun Russia Today ist. Also denen zu unterstellen, die würden hier geheimdienstlich arbeiten, ich glaube, das ist Dummheit, weil die machen es ganz offen. Die machen es ganz offen, genauso wie ganz offen die Botschaft Werbung macht für die eigenen Interessen. Das dürfen sie das auch. Das darf sie. Das dürfen sie auch. So, dann wird auch Werbung gemacht gegenüber der russischsprachigen Community in Deutschland. Wenn sie es offen machen, hat das mit Geheimdienst nichts eigentlich zu tun. Eigentlich müsste man dann RT auch wieder laufen lassen. Bitte? Eigentlich müsste man diesen russischen Sender auch wieder laufen lassen. Na, das ist eine politische Entscheidung. Wir müssen es nicht dulden, dass die aus Deutschland sind. Müssen wir nicht dulden, das ist eine politische Entscheidung, ob man denen die Lizenz lässt oder ob man sie entzieht. Aber es ist offen und von daher grundsätzlich akzeptabel im diplomatischen Bereich, dass es jedenfalls Werbung für die eigenen Positionen gibt. Was nicht akzeptabel ist, wenn es vertarrend geschieht. Und das ist dann der nachrichtendienstliche Bereich, wenn jemand nicht als Vertreter Russlands in Erscheinung tritt, wenn jemand abgetarnt gegenüber anderen Personen in Erscheinung tritt, wenn Werbungen stattfinden, wenn Bezahlungen stattfinden, das ist in keiner Weise akzeptabel und da sind wir im geheimdienstlichen Bereich. Wenn eine Person von sich sagt, ich bin Chef meinetwegen eines deutsch-russischen Freundeskreises, ich bin in Russland aufgewachsen, ich finde Russland gut, dann ist ihm nicht vorzuwerfen, dass er für Russland Werbung macht. Das ist seine persönliche Überzeugung. Aber wenn eine Person in einer Firma angeworben wird, er vielleicht dafür diese Person dafür Geld bekommt, bitte dafür sorgen, dass Aufträge geschlossen werden mit der und der russischen Firma, dann ist das wieder etwas ganz anderes. Es kann einem ja Himmelangst und Bange werden. Wenn ich Sie beide höre, hat man den Eindruck, dass unter anderem Putins Agenten aber hier schalten und walten können, wie Sie wollen. Herr Maaßen, sind unsere deutschen Nachrichtendienste auf Augenhöhe, etwa mit den Amerikanern oder anderen westlichen Diensten? Und da rede ich noch nicht von der Leistungsfähigkeit, sondern vertraut man sich gegenseitig eigentlich in dem Maße, in dem man das machen muss? Ja, ich würde sagen, leider nicht. Was uns große Probleme bereitet hatte, und jetzt, wenn ich uns sage, dann meine ich meine alte berufliche Heimat, die Nachrichtendienst-Community, das war der Fall Snowden gewesen. Und der Fall Snowden nicht an sich war das Problem, sondern die Aufarbeitung in Deutschland, wo unglaublich viele Informationen in Deutschland in die Öffentlichkeit geraten waren. Geheime Informationen, die vom Bundesnachrichtendienst oder vom Verfassungsschutz
geheimen parlamentarischen Gremien zur Verfügung gestellt waren und die waren dann plötzlich in der Öffentlichkeit. Darüber ist da und dort berichtet worden. Auf der anderen Seite auch ein Vertrauensverlust von unserer Seite gegenüber den Amerikanern, dass die NSA so ausgeplündert werden konnte durch einen sogenannten Contractor, also einen Mitarbeiter der NSA, der dann, ich sage mal, ganze Festplatten an Informationen mitgenommen hatte und die westliche Geheimdienst-Community, vor allem die Amerikaner, nackt dastehen ließ. Da ist ein immenser Vertrauensverlust auf beiden Seiten entstanden. Und dieser Vertrauensverlust musste in den letzten Jahren wieder gekittet werden, was ausgesprochen schwer war. Und mein Eindruck war, dass manche Partner wieder oft zu dem alten Prinzip zurückkamen, need to know, also nur das weitergeben, was der andere wirklich braucht. Während wir früher den Grundsatz hatten, need to share, also es besteht eine Notwendigkeit, Informationen zu teilen. Und ich glaube, in der jetzigen Situation muss man wieder zu einem need to share zurückkommen. Der BND braucht unbedingt die Informationen, die die Amerikaner mit Blick eben auf die Ukraine und auf Russland haben. Ansonsten ist die Bundesregierung auch nicht voll handlungsfähig, weil die Informationen fehlen. Sie haben vorhin ganz kurz die rechtliche Situation, die rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen. Ich glaube, das wissen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht. Wie sieht es eigentlich in anderen europäischen Ländern aus? Wir lassen die Amerikaner mal außen vor. Aber wenn ich vorhin gesprochen habe, nach Ihren Äußerungen, wir haben uns ein Stück weit blind und taub gemacht. Wie ist es eigentlich bei den Franzosen oder bei den Engländern? Also wir haben uns ein Stück weit blind und taub gemacht. Formal gesehen ging es den Nachrichtendienst in Deutschland gut. Sie sind nicht schlecht behandelt worden. Sie haben immer einen Plus bekommen zum Haushalt, sind personell gut ausgestattet worden. Während meiner Zeit habe ich es durchsetzen können, dass wir viele, viele Stellen bekommen haben, ob Bekämpfung Rechtsextremismus oder Islamismus. Wir haben Geld bekommen, wir haben Personal bekommen. Was uns fehlte, und ich glaube, die Polizei hat da ähnliche Probleme, sind die Befugnisse. Und da sagte ich immer, was soll das, den Nachrichtendiensten Geld zu geben? Das ist genauso, wie wenn man sich einen Wachhund leistet, gibt ihm reichlich Futter, ja, die besten Steaks. Aber der Wachhund, der muss einen Maulkorb haben, der muss an der Leine sein, der darf nicht jünger sein als 10 Jahre und nach Möglichkeit muss er noch gehbehindert sein. Ja. So, und das war die Haltung der deutschen Parlamentarier oder sehr, sehr viele Parlamentarier, der sagt, gut, wir leisten uns einen Nachrichtendienst, aber der Nachrichtendienst, der darf nicht wirklich effektiv sein. Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Diese Vorbehalte gegenüber den deutschen Nachrichtendiensten gibt es jedenfalls gegenüber den eigenen Nachrichtendiensten nicht in England, auch nicht in Frankreich, auch nicht bei vielen kleinen Staaten, ob das die Schweiz oder Belgien ist. Die werden geschätzt von der Politik. Die werden geschätzt von der Bevölkerung, weil man weiß, man braucht Nachrichtendienste. Das sind die Augen und Ohren, damit die Politik vernünftige Arbeit machen kann. Nun gibt es ja immer eine offene Debatte und eine verdeckte, Herr Wendt. In der verdeckten Debatte wirft man der Bundespolizei vor, sie sei rassistisch, weil sie aus einer Gruppe von Menschen beim Grenzübertritt Dunkelhäutige herausgreift. Racial Profiling heißt es. Ist das fair? Ich meine, wir alle, glaube ich, haben volles Verständnis für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Aber gibt es auch dunkle Ukrainer? Ist das dann Rassismus, sie zu kontrollieren? Es ist zunächst mal ein ungeheuerlicher und sehr bösartiger Vorwurf gegenüber Frauen und Männern, die nichts anderes machen, als ihren gesetzlichen Auftrag wahrnehmen. Ja. Das heißt, sie sind gesetzlich verpflichtet, das ist ihr Job, Kontrollen vorzunehmen. Und dann haben sie eine Beobachtung, dass beispielsweise mitgeführte Gepäckstücke per bestimmte Gruppen ein bestimmtes Verhalten zeigen und. Und dann entscheiden sie sich zu einer Kontrolle. Und wir erleben das ja auch in Berlin, also das heißt auch in den Landespolizeien. Die gesamte Polizei in Deutschland wird ja mit seltsamen Rassismusstudien überzogen, wo schon die Beleidigung in der Überschrift steht. Wir erleben das ja hier in Berlin, dass beispielsweise die Berliner Polizei, dass dort nicht festgestellt werden soll durch eine Studie, ob es überhaupt Rassismus in der Polizei gibt, sondern das soll nur das Ausmaß festgestellt werden. Das heißt, dass die rassistisch sind, wird schon von vornherein festgestellt. Ist auch logisch, wenn man eine linke Wissenschaftlerin mit der Durchführung einer solchen Studie beauftragt. Das heißt, im Moment haben wir wirklich eine gespaltene Situation. Die Bevölkerung steht
hinter ihrer Polizei. Die Bevölkerung vertraut ihrer Polizei in Deutschland. Wir haben seit Jahrzehnten absolute Spitzenwerte in der Vertrauensskala. Und das, auch noch nach Corona? Auch nach Corona, ganz bestimmt weit über 80%. Alle politischen Parteien träumen davon, im Übrigen bei den Nachrichtendiensten auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen in Deutschland sowohl den Nachrichtendiensten als auch der Polizei ein riesiges Vertrauen geben. Wo uns das Vertrauen fehlt, ist in der Politik oder ist in weiten Teilen der Politik, die nicht in der Lage sind zu erkennen, dass die Polizei keine rassistische Schlägerbande ist, sondern eine rechtsstaatliche, demokratische Polizei, die ihren gesetzlichen Auftrag wahrnimmt. Und noch einmal, der Vorwurf Racial Profiling ist dumm, er ist ungerecht und ungeheuerlich. Das findet in der Bundespolizei und auch in den Landespolizeien nicht statt, weil die Polizei sich an die Gesetze hält. Nun hat ja Nancy Faeser, die neue Innenministerin, sehr offen erklärt und sich europaweit isoliert, weil sie die Einwanderung aus Belarus, wir erinnern uns, im vergangenen Herbst, plötzlich waren Tausende von Migranten aus allen möglichen Ländern in Weißrussland und wollten über die polnische Grenze. Und Nancy Faeser wollte sie erklärtermaßen einwandern lassen. Jetzt kommen sie doch, oder? Ja, es gibt die Feststellung. Sie sagen da ja. Ja, es gibt tatsächlich die Feststellung, dass Menschen über die Ukraine nach Polen kommen, die einen deutlichen Belarus-Bezug haben, wo es Sichtvermerke gibt. Und diese Feststellung treffen wir jetzt, übrigens auch über andere osteuropäische Länder. Das heißt, die Schleuserrouten ändern sich gerade. An der deutsch-österreichischen Grenze ist kaum ein Durchkommen, weil da die Bundespolizei vernünftig kontrollieren darf und das natürlich auch tut. Und jetzt werden die Schleuserrouten, die wechseln so schnell können manche gar nicht reagieren. Und deshalb sagen wir ja auch der Bundesinnenministerin, sie muss jetzt endlich ihren Job machen und muss das, was wir an der deutsch-österreichischen Grenze erfolgreich tun mit unserer Bundespolizei, endlich auch an den anderen Grenzen. Und wird sie das tun? Ich bin davon überzeugt, dass sie das nicht tun wird, weil was hier stattfindet, ist ja nicht Fachpolitik, sondern Ideologie. Das klingt sehr beunruhigend. Ja, ist es auch. Und deshalb bin ich auch sehr beunruhigt. Und das macht mir große Sorgen und meinem Kollegen Heiko Tegertz auch. Und es nimmt ja immer mehr zu, dass eine bestimmte Migrantengruppe plötzlich wieder ihre Pässe verliert. Die Ukrainer hüten ihre Pässe wie ein Augapfel, die anderen nur ihre Telefone. Also meine Beobachtung war das auch, dass die Menschen, die aus der Ukraine kommen, das sind ja Frauen und ihre Kinder, dass die wenig Sachen dabei haben. Aber ihre Papiere haben sie dabei. Das heißt, wenn die sich auf die Flucht machen, nehmen sie ihre Papiere mit, weil sie genau wissen, dort, wo sie beispielsweise in Polen ankommen, müssen sie sich ausweisen, weil es sonst Probleme gibt. Und es ist ja auch in Deutschland so, das kann man ja auch Deutschen kaum noch erklären, dass man sich nicht nur mit seinem Impfstatus, sondern auch mit seinen Personalpapieren ausweisen muss, bevor man in einem Café eine Tasse Kaffee kriegt. Aber wenn man einreist nach Deutschland, soll das nicht erforderlich sein. Das kann man ja keinem Menschen mehr erklären. Und da kann ich verstehen, dass die Leute sagen, also mir reicht es auch. Ich habe da kein Vertrauen mehr in Rechtsstaat und auch an diese Demokratie nicht. Wie geht man um mit solchen Burschen meistens, jungen Männern, die Ausweise verlieren? Sind wir immer noch so tolerant und beschaffen ihnen neue? Die Polizei geht vernünftig mit den Leuten um und nach dem Buchstaben des Gesetzes. Das heißt, es werden Personen, soweit es uns möglich ist, festgestellt und auch ihre Identität festgestellt mit einem Fast-ID-Verfahren. Aber wir dürfen uns gar keine Illusionen machen, wo keine Personalien da sind, wo kein Name dort ist. Und die neue Koalition hat ja für sich in Anspruch genommen, dass man das demnächst mit einer eidesstattlichen Versicherung erklären soll. Das muss man sich ja mal vorstellen, dass möglicherweise Leute ins Land kommen, die bereit sind, schwerste Straftaten zu begehen. Das haben wir ja Anis Amri und andere, das haben wir ja an denen gesehen. Die werden wahrscheinlich auch nicht zögern, eine falsche eidesstattliche Versicherung abzugeben. Das kann man ausgehen. Ja, und das macht den Menschen Sorgen und ich kann das gut verstehen. Wir haben von Hans-Georg Maaßen jetzt eine ganze Menge gehört über den Nachrichtendienst. Die Sendung heißt ja Polizeiagenten in Deutschland. Welche Rolle spielte dabei eigentlich der polizeiliche Staatsschutz? Das spielt eine erhebliche Rolle bei der Strafverfolgung. Insbesondere dann, wenn es um versuchte Anschläge oder über Anschlagsvorbereitungen geht, da muss der Staatsschutz aktiv sein und diese Straftaten bestenfalls verhindern, im Nachhinein aufklären. Wir wissen, dass die Staatsschutzbehörden auch da ihr Möglichstes tun, aber dafür sind sie dann auch angewiesen im Einzelfall auf Erkenntnisse, die durch nachrichtendienstliche Mittel gewonnen wurden. Wir haben dafür immer geworben und haben immer gesagt, jawohl, Polizei und Nachrichtendienste müssen auch vernünftig zusammenarbeiten können, denn das sind ja keine
Das sind ja keine verfeindeten Organisationen, sondern wenn es notwendig ist zum Schutz der Bevölkerung, müssen Informationen auf der Basis vernünftiger rechtlicher Grundlagen auch ausgetauscht werden können. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, diese Grundlagen zu schaffen. Jetzt haben wir in Deutschland ein Trennungsgebot, ja immer noch zeitgemäß, an beide Herren. Ich habe das schon lange nicht für zeitgemäß gehalten, zumindest nicht, was die Informationen angeht. Wir haben das Trennungsgebot, was die Organisation angeht und nicht, was die Informationen angeht. Das wollte der Verfassungsgeber auch nicht. Er wollte getrennte Organisationen haben. Die haben wir. Das bedeutet nicht, dass man nicht durch vernünftige Gesetze dafür sorgen kann, dass die notwendigen Informationen zwischen den Organisationen ausgetauscht werden. Ich gehe davon aus, dass Sie... Genau so sehe ich es auch. Das Trennungsgebot ist die Existenzgrundlage der Nachrichtendienste und letztendlich auch die Erfahrung aus der Gestapo. Die Gestapo war eine Polizeibehörde mit nachrichtendienstlichen Befugnissen. Weil es damals keinen Inlandsnachrichtendienst gab, hat man der Polizei nachrichtendienstliche Befugnisse gegeben. 1949 bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat man die Konsequenz gezogen und gesagt, wir brauchen einen Inlandsdienst, der im Grunde genommen organisatorisch getrennt ist von der Polizei. Aber, wie Rainer Wendt sagte, wir brauchen einen engen Informationsaustausch. Es kann nicht sein, dass die Nachrichtendienste Informationen generieren, immer mehr Informationen generieren und sie dürfen es nicht an die Polizei weitergeben, die letztendlich die Befugnis hat, aus der Information einen Zugriff zu machen, Personen festzunehmen, Durchsuchungen durchzuführen, Beschlagnahmen durchzuführen und so weiter. Was ist eigentlich erlaubte Einflussnahme und wo ist die Grenze zur Unerlaubten überschritten? Werbung, für sich Werbung machen, auch für die Position des eigenen Landes oder eines anderen Landes, ist sicherlich erlaubt. Aber wann wird es bedenklich? Eigentlich ist die Grenze das Strafrecht, nicht wahr? Also wenn es eine geheimdienstliche Agententätigkeit ist, wenn es Bestechung ist, wenn es Korruption oder Vorteilsgabe ist, dann ist es verboten. Aber das offene Werben, ich sage mal, ein Neujahrsempfang einer ausländischen Botschaft. Die Rede eines Präsidenten im Deutschen Bundestag ist offenes Lobbying in eigener Sache. Das ist natürlich völlig akzeptabel. Das ist die Aufgabe eines ausländischen Präsidenten, derartige Chancen auch zu nutzen. Sollte man den anderen auch hören? Das ist die politische Entscheidung des Deutschen Bundestages, ob man nur einen hört oder ob man beide hört. Als Jurist hat man gelernt, audiatur et altera pars, man sollte beide Seiten hören, bevor man eine Entscheidung trifft. Aber wir sind ja nicht vor Gericht, sondern in der Politik sind die Spielregeln anders. Ich würde Putin nicht im Deutschen Bundestag reden lassen. Er hat schon einmal gesprochen. Ja, aber jetzt würde ich ihn nicht wieder reden lassen. Lange her, allerdings war auch damals schon bekannt, dass er ein ehemaliger KGB-Agent ist. Hans-Georg Maaßen, eigentlich eine Schätzfrage, aber vielleicht ohne Erkenntnisfrage. Meine letzte für die heutige Sendung. Sie haben vorhin ja deutlich gemacht, für schmutzige Operationen werden bestimmte Typen genutzt. Ich vermute mal, das sind dann auch Profis und das wären dann auch Profis aus Russland. Und dann haben wir über die Frage von Einflussnahme gesprochen. Wir haben es gesagt, Politik, Wirtschaft, Medien. Das sind zunächst mal keine Russen, sondern das sind Menschen, die werden angeworben. Sie haben ja vorhin kurz geschildert, wie das geschieht. Wie muss ich mir das heute vorstellen? Hat so ein Einflussagent und russische Profiagenten 50-50, 60-40, 70-30? Wie wird sozusagen nach Ihrer Einschätzung das Verhältnis ausfallen? Also ich glaube, es gibt wesentlich mehr, ich sage unprofessionelle oder man könnte sagen Quellen oder V-Leute oder inoffizielle Mitarbeiter, als es offizielle Mitarbeiter gibt. Und die offiziellen Mitarbeiter, das sind natürlich zuallererst, wie ich vorhin sagte, die in der Legalresidentur sind, also in der Botschaft, im Generalkonsulat, dann die illegalen oder die nicht notifizierten mit offiziellen Mitarbeiter, die bezahlt werden dann also vom FSB oder vom SWR, also den beiden russischen Diensten. Und die werben dann inoffizielle Mitarbeiter an oder Quellen an oder Operative an, die jedenfalls vielleicht es noch nicht mal wissen, dass sie für einen russischen Nachrichtendienst arbeiten. Das ist auch eine gängige Begehungsweise zu sagen, ich komme von der CIA. Bist du nicht bereit, für mich zu arbeiten? Ich habe hier Aufträge. Und er weiß gar nicht, dass es nicht die CIA ist, sondern ne, das ist dann eben der russische Nachrichtendienst. Auch so geht man vor. Aber der rote Faden, der sich da durchzieht, ist im Grunde, dass das die Russen nicht für sich sozusagen alleine haben. Da haben sie jetzt kein Monopol drauf. So arbeiten Geheimdienste weltweit, oder? Dafür werden die Geheimdienste bezahlt. Meine letzte Frage geht an Rainer Wendt. Sie haben ja eigentlich, finde ich, aufregende Positionen vertreten, nämlich
eine gewisse ideologische Behinderung der Arbeit, der selbstverständlichen Arbeit und der Kontrolle der Polizei. Machen das die Beamten eigentlich mit oder ballen sie die Faust in der Tasche? Die Beamten machen das nicht nur mit, sondern sie halten sich an Recht und Gesetz. Es ist ja im Gegensatz zu Nachrichtendiensten oder Geheimdiensten so, dass die Polizei, ich glaube, die offenste und öffentlichste Verwaltung ist, die es in Deutschland gibt. Das heißt, wenn die Tür zum Streifenwagen aufgeht, dann werden ja schon Kameras gezückt. Das heißt, jede Amtshandlung findet unter den Augen einer interessierten, kritischen Öffentlichkeit statt. Und das ist auch gut so. Und wir sind in einem Rechtsstaat, da hält die Polizei sich an die Gesetze, auch wenn uns die Gesetze manchmal nicht gefallen. Und da machen sie keine Faust in der Tasche, sondern gehen in eine Gewerkschaft und sagen, lieber Rainer Wendt, geh doch in Fernsehen und sag das da und nimm Einfluss. So, und wir haben gehört, dass die Innenministerin nicht von Ihnen zu hören kriegt, dass sie ihren Job gut macht, sondern dass sie hohe Kritik ausüben an dieser Innenministerin, letztlich der indirekten Dienstvorgesetzten. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich finde, es war eine spannende Sendung. Zufrieden, Frank? War eine spannende Sendung, war ein spannendes Thema. Insofern freue ich mich auf unsere nächste Begegnung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie behütet. Guten Abend.